ist RTV. Das Fernsehen für den Kreis Böblingen mit dem Regionalmagazin. Hallo und herzlich willkommen. Es ist Montagabend, das Wochenende haben wir erfolgreich hinter uns gebracht und eine neue spannende Woche liegt vor uns. Schön, dass Sie dabei sind. Über folgende Themen berichten wir heute unter anderem. RTV, die Themen am Montag, 18. September. Datenautobahn. Multimedia soll in den nächsten Jahren mehrere Millionen neue Arbeitsplätze bringen. Spatenstich. In Ammerbuch-Poltringen war Baubeginn für eine neue Trinkwasseraufbereitungsanlage. Und im Gespräch das Kirchenvolksbegehren Wir sind Kirche. Fast wäre das ehrgeizige Datenautobahnprojekt des Landes zum Megaflop geworden. Zuerst musste der Beginn aus technischen Gründen mehrfach verschoben werden, dann drohte der Großversuch am Ausstieg der Telekom zu scheitern. Erst seit vergangener Woche steht fest, dass das weltweit größte Multimedia-Pilotprojekt zustande kommt. Ralf Zimmermann berichtet. Videokonferenzraum der Telekom in Stuttgart. Schaltzentrale für Bildtelefongespräche mit dem In- und Ausland. Noch steht hier das konventionelle Telefonkabel Pate. Aber die glasfasergestützte Zukunft der Telekommunikation steht schon vor der Tür. Bereits im Januar 96 beginnt im Großraum Stuttgart ein Pilotprojekt, das den Fernseher zum interaktiven Medium machen soll. Lassen Sie mich meine Freude zum Ausdruck bringen darüber, dass es in der Zwischenzeit gelungen ist, die technischen und auch die kommerziellen Gespräche erfolgreich zu einem Abschluss zu bringen. Das heißt, dieser Versuch wird jetzt sehr zügig umgesetzt. Ich möchte sagen, in einer strategischen Gemeinschaft zwischen Deutscher Telekom AG und dem Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Wirtschaftsministerium. Oder noch anders ausgedrückt, wir arbeiten jetzt mit Volldampf, dass wir den Termin im Januar 96 halten. Ab dann sollen 2500 Haushalte schrittweise an die Datenautobahn angeschlossen werden. Unter anderem auf der Böblinger Dietzenhalde, der Sindelfinger Viehweide und den Leonberg Eltingen. Für sie macht ein Zusatzgerät den Fernseher zum Kommunikationszentrum. Wer über eine sogenannte Set-Top-Box verfügt, kann damit jederzeit Filme nach eigener Wahl abrufen oder sich via Kurzfilm über neue Kleider oder Reiseziele informieren und dann via Fernseher direkt bestellen. Also dieser Versuch hat viele Facetten, wie Sie wissen. Eine Facette, die sich mehr abspielen wird im privaten Bereich. Aber auch dieser Bereich ist nicht nur konsumlastig, konsumorientiert, sondern hier wird es viele Angebote geben. Ich nenne nur mal zwei Informationsdienstleistungen aller Art, Lernprogramme, Bildungsprogramme, die man abrufen kann, die mit Konsum in dem Sinn ja eigentlich nichts zu tun haben, sondern aus meiner Sicht sehr wertvoll für den Endnutzer sein können. Ziel des Pilotprojekts ist es zu testen, welche Angebote bei den Teilnehmern ankommen und außerdem die Endgeräte so benutzerfreundlich wie möglich zu machen. Mit der Resonanz bei Anbietern wie Endnutzern ist man im Wirtschaftsministerium hoch zufrieden. Zumal das Projekt immer wieder heftige Kritik auf sich zog. So wurde zum Beispiel bemängelt, dass das Pilotprojekt auf den Fernseher als Endgerät setzt, statt auf den Computer. Wir setzen auf beides. Wir setzen auf beide Endgeräte, das Fernsehgerät wie auch den PC. Wir sind nicht die Propheten zu sagen, wie sieht das Endgerät der Zukunft aus. Das wird die Entwicklung zeigen. Das Fernsehgerät wird immer intelligenter werden, der PC immer videofähiger. Es gibt ja auch schon ein gemeinsames Gerät. Auf der Funkausstellung wurde derartiges schon vorgestellt. Ich persönlich bin der Meinung, auch in Zukunft wird es zwei Geräte geben. Es macht Sinn, fernsehgestützte Angebote zu machen. Es macht Sinn, PC-gestützte Angebote zu machen. Und im betrieblichen Bereich, darüber sind wir uns einig, spielt natürlich beim PC die Hauptmusik. Zwei Jahre soll das Pilotprojekt dauern, das Baden-Württemberg einen großen Schritt auf seinem Weg zum Zukunftsstandort der Informationsbranche voranbringen soll. 500.000 neue Arbeitsplätze erhofft man sich davon im Wirtschaftsministerium. In anderen Branchen dürfte Multimedia-Jobs kosten. Die Gesamtbilanz ist offen. Eins aber ist sicher, die Datenautobahn kommt, entweder mit Produkten aus dem Ländle oder zum Beispiel aus den USA. Die Deutschen sind die begeistertsten Kinogänger vor allen anderen Europäern. Deswegen haben wir auch heute gleich mehrere Kinotipps für Sie in den Veranstaltungshinweisen und die gibt's gleich nach der Werbung. Elektro Frühwald, das Schöneicher Fachgeschäft mit dem Meisterservice. Wohnideen aus Schöneich. Bei uns gibt es nicht nur Gardinen und Teppichböden. Wir bieten Ihnen Ideen und besten Service. Wohnideen Schüle, Schöneich.
Hammers Jeansladen. Der Trendsetter für Jeanswear, Streetwear und Young Fashion. Hammers Jeansladen in Herrenberg am Marktplatz, Nagold, Kalf und Freudenstadt. Das ist der Hammer. Wir machen alles. Bandenwerbung, Firmenschilder, Sieb- und Textildrucke, Aufkleber, Fahrzeugbeschriftungen. Für Handwerk, Handel, Gewerbe und Vereine. Wir machen alles. Was, wann, wo? Die RTV-Veranstaltungshinweise. Mit freundlicher Unterstützung der Volksbanken Raiffeisenbanken im Kreis Böblingen. Oberbürgermeister Alexander Vogelsang steht morgen wieder allen Bürgerinnen und Bürgern zur Sprechstunde bereit. Versprochen wird ein offenes Ohr für alle persönlichen Anliegen sowie allgemeine Vorschläge für Böblingen. Anmeldung unter der Telefonnummer Böblingen 669-232. Jeden Dienstag präsentiert das kommunale Kino in der Leonberger Grabenstraße ein besonderes Filmhighlight. Diesmal den James-Dean-Film Denn sie wissen nicht, was sie tun. Der amerikanische Klassiker aus dem Jahre 1955 von Nicholas Ray war der zweite Spielfilm Deans. Noch im gleichen Jahr starb er an einem von ihm verursachten Autounfall. Ebenfalls Film, diesmal in Sindelfingen. Der vom kommunalen Kino aufgeführte Streifen Legenden der Leidenschaft zeigt Brad Pitt. Heiße Gefühle und brillant fotografierte Bilder. 3 Oscar-Nominierungen erhielt dieser Film und die Zuschauer, die morgen nach Sindelfingen kommen, werden danach wissen, warum. Sterilisation, die endgültige Entscheidung, heißt ein Vortrag, der im Haus der Begegnung Informationen zu diesem Thema bietet. Denn der Entschluss, kein Kind mehr zeugen zu wollen, ist für Mann und Frau ein weitreichender Schritt, der reiflich überlegt sein will. Mehr zu diesem Thema morgen Abend ab 20 Uhr in Herrenberg. Zum Gruppenabend treffen sich am Dienstag alle Frauen, die eine Krebserkrankung erleiden mussten oder einfach interessierte Damen zum Thema Frauenselbsthilfe nach Krebs. Frau Bauknecht wird den Abend leiten und viel Informationen zu diesem sensiblen Thema bieten. Das Ganze im evangelischen Gemeindehaus in der Sindelfinger Straße. Zum Schluss nochmals ein Kinotipp und der ist etwas ganz Besonderes, denn das mobile Kino macht wieder Halt. Diesmal in der Holzgerlinger Stadthalle. Ab 15 Uhr gibt's Filme wie Der König der Löwen, Kasper und Der bewegte Mann. Eintrittspreise zwischen 4 und 6 D-Mark. Die RTV-Veranstaltungshinweise. Viel Spaß wünschen die Volksbanken Raiffeisenbanken im Kreis Böblingen. Wir machen den Weg frei. Volksbanken Raiffeisenbanken. Der Kreis auf den Punkt. Die RTV-Regionalnachrichten. Auf der Brückenbaustelle am Südanschluss für die Bundesstraße 464 in Holzgerlingen haben bisher unbekannte Vandalen hohen Sachschaden angerichtet. Sie setzten eine Pumpe außer Betrieb mit der Folge, dass mehrere Arbeitsgeräte in einer Baugrube unter Wasser gerieten. Außerdem wurde zum Abtransport bereitgestelltes Verschalungs- und Verspannungsmaterial auf der Brücke zerstreut. Die Höhe des Schadens dürfte nach Polizeiangaben mehrere 10.000 Mark betragen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Holzgerlingen entgegen. Ein tragischer Unfall ereignete sich heute Mittag, 20 Minuten vor 1, kurz vor dem Klemseck. Der 72-jährige Fahrer dieses VW Golf aus Leonberg fuhr ungebremst auf einen der Bäume bei der Einfahrt zur Erddeponie. Nach Zeugenangaben kam er immer weiter von der Fahrbahn ab, bis er auf den Baum prallte. Vermutlich erlitt der Fahrer kurz vor dem Unfall einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt. Der Notarzt konnte, nachdem die Leonberger Feuerwehr ihn aus seinem Fahrzeug geborgen hatte, nur noch den Tod feststellen. Besonders tragisch für die Polizisten, es war ein ehemaliger Kollege der Hundestaffel, der sich im Ruhestand befand. Auf der Autobahn A81 ist in den nächsten Tagen mit Verkehrsbehinderungen im Bereich der Anschlussstelle Böblingen-Sindelfingen zu rechnen. Aufgrund von Sanierungsarbeiten ist morgen die Anschlussstelle in Richtung Stuttgart gesperrt. Am Mittwoch bleibt die Anschlussstelle in Richtung Singen gesperrt. Der Verkehr auf der Sindelfinger Allee bleibt von den Sanierungsarbeiten weitgehend unberührt. Alkohol und Suchtprophylaxe am Arbeitsplatz ist der Titel einer Ausstellung im Sindelfinger Rathaus. Im Bundesdurchschnitt sind 5% aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer alkoholkrank. Weitere 10% zählen zum Kreis der Gefährdeten. Sucht am Arbeitsplatz ist ein alltägliches Thema, dem nicht genug Aufmerksamkeit entgegengebracht werden kann.
Die Sindelfinger-Ausstellung soll hier weiterhelfen. Sie ist noch bis zum 22. September zu sehen. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg will in Böblingen eine Außenstelle eröffnen. Nach Angaben des Vorsitzenden der Verbraucherorganisation Ulrich Angenfort sollen in den kommenden Wochen Gespräche mit der Stadt geführt werden. Die Verbraucherzentrale brauche vor allem die entsprechenden Räumlichkeiten. Außerdem hoffe man auf finanzielle Unterstützung durch die Stadt. Beim 9. Böblinger Stadtlauf über 10 Kilometer am kommenden Sonntag wird der 4.444. Teilnehmer erwartet. Vorausgesetzt, er erreicht das Ziel, bekommt er eine Zehnerkarte der Böblinger Therme. Wer sich bis zum Donnerstag beim Schulverwaltungs- und Sportamt der Stadt angemeldet hat, erhält eine Startgebührenermäßigung und möglicherweise einen Preis aus der Voranmeldelotterie. Nachmeldungen sollten am Sonntag bis um 8.45 Uhr abgegeben werden. Altdorf, Böblingen, Holzgerlingen, Schöneich, Steinenbronn, Waldenbuch und Weil im Schönbuch. Alle Städte und Gemeinden, die im Landkreis Böblingen liegen und ihr Trinkwasser unter anderem von der Ammertal-Schönbuch-Gruppe beziehen. In Ammerbuch, Poltringen, wurde heute ein neues Kapitel in der Wasserversorgung aufgeschlagen. Spatenstich für ein 27-Millionen-Mark-Projekt. Die Vertreter des Verwaltungsrates der Ammertal-Schönbuch-Gruppe leiteten damit den Neubau einer Trinkwasseraufbereitungsanlage im Wasserwerk Ammerbuch-Poltringen ein. Eine Anlage, die für den Endverbraucher von besonderer Bedeutung ist. Insofern, als das Trinkwasser jetzt einen besseren Härtebereich bekommt, und zwar im gesamten Verbandsgebiet, es ist weicher und damit weniger Kalkausfällen, sodass wir alle privaten Trinkwasserenthärtungsanlagen abbauen können. Das bitte ich dann natürlich den Verbraucher in 2 Jahren. Und man braucht weniger Waschmittel und so weiter. Dieses ist sicher ein Fortschritt. Noch existiert die Anlage nur als Modell. Das Rohwasser der Ammertal-Schönbuch-Gruppe, aus 40 Metern Tiefe gefördert, hat mit 32 bis 36 Härtegraden hohe Werte. In 4 unterirdischen Behältern ist die Tagesmenge aller Abnehmer zu finden, runde 10.000 Kubikmeter. Bevor das Wasser aber zum Verbraucher gelangt, wird es enthärtet, und zwar auf etwa 23 bis 24 Härtegrade. In der 20 Jahre alten Anlage geschieht dies mit der Hilfe von stark verdünnter Salzsäure. Sie soll in der neuen Trinkwasseraufbereitungsanlage durch Kohlensäure abgelöst werden. Das treibt allerdings den Preis nach oben und den zahlt der Verbraucher. Es blieb uns überhaupt keine Wahl. Das Land Baden-Württemberg hat die Einleitungserlaubnis für die Abwässer aus unserem heutigen Wasserwerk begrenzt auf Ende des Jahres. Wir mussten bauen, wir mussten investieren und die damalige Technik ist heute also vom Umweltgedanken her nicht mehr erlaubt. Wir haben eine neue Technik investiert und natürlich bedeutet investieren Kosten und Kosten bedeuten, dass die Preise etwas leicht mäßig steigen werden. Dafür bleiben aber Elektrogeräte von hohen Härtegraden verschont. Ganze 13 Härtegrade wird das Wasser ab September 97 haben. Dann soll die neue Anlage in Betrieb gehen. Das Land hat bisher die Projekte der Ammertal-Schönbuch-Gruppe mit 30% bezuschusst. Doch beim Bau der neuen Anlage ist der Zweckverband auf sich allein gestellt. Dennoch, die Preiserhöhung wird nur gering ausfallen. Und auch sonst braucht sich der Verbraucher keine Sorgen zu machen. Nach den hohen Niederschlägen in diesem Jahr verfügt die Ammertal-Schönbuch-Gruppe über Wasser im Überschuss. Viele unserer älteren Mitmenschen wollen oder können oft nicht mehr alleine verreisen, denn gesundheitliche oder finanzielle Gründe machen dies teilweise unmöglich. Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Böblingen bietet den Senioren nun eine bequeme Möglichkeit für einen Tapetenwechsel an. Anke Kückelhaus und Frank Waligorski über die alten Stadtranderholung für Senioren. Das Waldheim Tannenberg in Böblingen. Hier findet diese Woche die Stadtranderholung für Senioren statt. Veranstaltet von der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde erwartet die teilnehmenden knapp 30 Damen und Herren ein tolles Angebot. Das Angebot richtet sich an alte Menschen, die hier in Böblingen und Umgebung wohnen und die nicht mehr verreisen können, weil es Geld fehlt. Oder weil man einfach nicht mehr so richtig kann und weil man abends nicht gerne in fremden Betten schläft, sondern wieder daheim. Denn hier wird man abends wieder heimgefahren, kann also seinen Urlaub im eigenen Bett machen und hat trotzdem einen Tapetenwechsel, trifft Leute hier, ist draußen hier im Wald, im Waldheim.
Insgesamt 7 ehrenamtliche Helferinnen, davon eine Gymnastiklehrerin, eine Krankenschwester und 4 Köchinnen, sorgen für einen reibungslosen Ablauf. 4-mal am Tag zaubert die Küche ein tolles Essen. Und auch abgesehen von der hervorragenden Verpflegung kommen die Senioren bei der Stadtranderholung voll auf ihre Kosten. Die Leute werden morgens mit Bussen in der Stadt Böblingen abgeholt, hierher ins Waldheim gebracht. Es gibt ein zweites Frühstück, eine Andacht im Anschluss daran und danach Gymnastik zum Munterwerden. Dann gibt es eine Pause, in der man spazieren gehen kann, wenn das Wetter mitmacht, hier im Wald. Wenn das Wetter nicht so gut ist, gibt es Spiele oder Geschichten, ganz unterschiedlich. Punkt 12 Uhr Mittagessen und danach eine längere Mittagspause, in der man sich in Liegestühlen ausruhen kann. Es geht wieder weiter mit Kaffee und nachmittags haben wir dann immer so einen Programmhöhepunkt. Wir stellen heute Mittag ein Kochbuch zusammen mit alten Rezepten aus Omas, vielleicht auch Opas Küche. Morgen wird gebastelt. Mittwoch machen wir einen Ausflug nach Waldenbuch ins Volkskundemuseum. Donnerstag gibt es Bilder vom alten Böblingen und am Freitag ein Abschlussfest mit Blödeleien von Karl Valentin. Aber natürlich ist auch genügend Zeit, um sich zu entspannen und sich beim Mittagsschlaf zu erholen. Zeit auch für Besinnung oder dem Spaziergang im Wald. 5 Tage, die den älteren Mitbürgern viel Licht in ihren teilweise grau gewordenen Alltag bringen. Denn Geselligkeit und gemeinsame Unterhaltung mit Gleichgesinnten bringt einen mal auf andere Gedanken. Ich bin alleine, meine Frau ist vor 2 Jahren gestorben und hier habe ich Abwechslung, wäre verpflegt, sonst koche ich mir alles alleine, nicht? Das ist doch schön. Na und das ist ja für uns Alten und überhaupt für mich, ich bin ganz allein und habe nur eine Wohnung und da ist es für mich, versuche ich es mal und ich, was ich bis jetzt sehe und so, das finde ich, ist für mich zufriedenstellend und ich werde weitersehen, ob ich noch öfter mal wieder dabei sein werde. Kein Problem, denn die nächste Böblinger Stadtranderholung gibt schon im kommenden Frühjahr. Informationen erteilen die jeweiligen Pfarrämter. 2 Tage lang stand das Rad der Wirtschaft still, jetzt ist das Wochenende vorüber und es bewegt sich wieder etwas. Die Kennziffer der Wirtschaft im mittleren Neckarraum, der Regionalindex, er ging um 1,56 zurück und liegt jetzt bei 412,05 Punkten. Der deutsche Aktienindex ging ebenfalls zurück um 16,56 Punkte auf 2301,30. Minus auch beim Dollar um 0,16 Pfennig auf 1,4876 Mark. Der Bewegung im Gleichgewicht. Ganzheitlich orientierte Kursangebote bei der IKK. Die IKK Böblingen-Leonberg. Die Krankenkasse, die ihr Handwerk versteht. Das große Gebrauchtwagenzentrum. EG Neuwagen und EG Gebrauchtwagen aller Fabrikate. Ständig über 200 Fahrzeuge im Angebot. Wir freuen uns auf Sie. Bis bald im Autohaus auf der Hulb. Das Wetter in der Region. Ein Service der IKK Böblingen-Leonberg. Hurra, hurra, der Frühling ist da. Zwar schreiben wir heute schon den 18. September und nicht erst den 18. März, trotzdem herrschten heute frühlingshafte Temperaturen. Unsere 4 Wetterstationen meldeten 17 Grad in Leonberg, 18 in Böblingen-Sindelfingen sowie 19 Grad Celsius in Herrenberg. Dazu sogar Sonne, die sich nur hin und wieder hinter ein paar Wolken versteckte. Dieses Zwischenhoch, wie es die Fachleute nennen, hätte man ausnützen sollen, denn schon ab morgen soll es wieder schlechter werden. Und das heißt in unserem Falle, Regen sowie Tagestemperaturen nur noch um 14 Grad. Naja, ist ja auch kein Wunder, denn in ein paar Tagen ist schließlich offizieller Herbstanfang. Das Wetter in der Region. Ein Service der IKK Böblingen-Leonberg. Wir sind bei jedem Wetter für Sie da.
Wir sind Kirche. Unter diesem Motto läuft seit vergangenem Samstag bundesweit ein Kirchenvolksbegehren gegen bisher scheinbar unverrückbare Dogmen der Amtskirche. Auch im Kreis sind rund 100.000 Katholiken dazu aufgefordert, sich mit ihrer Unterschrift für mehr Demokratie in der Kirche, für mehr Frauenrechte, gegen das Zwangszölibat und für ein positiveres Verhältnis der Kirche zur Sexualität auszusprechen. Anlass für Ralf Zimmermann, sich mit dem Sprecher der Initiativgruppe Kirchenvolksbegehren, Siegbert Meyer-Borst, und dem obersten katholischen Priester, Dekan Josef Scherer, über die kirchliche Basisinitiative zu unterhalten. Herr Meyer-Borst, das Zentralkomitee der Katholiken hat ja gesagt, wer dieses Kirchenvolksbegehren befürwortet, der suche eigentlich nur innerkirchlichen Zoff um des Zoffs willen. Wie sehen Sie das denn? Sie sehen gar nicht aus wie ein Revoluzzer. Ganz bestimmt bin ich das nicht. Ich bin ein Kirchengemeindemitglied von Herrenberg, so wie die anderen Mitarbeiter in der Initiativgruppe Kirchengemeindemitglieder sind, die quasi schon von ihrer Jugend an bis heute ihre Heimat in der katholischen Kirche gehabt haben, die viele Ämter gehabt haben in der Kirche. Selbst ich war in Herrenberg Kirchengemeinderatsvorsitzender. Aber das Kirchenvolksbegehren hat uns animiert, die Not in der Kirche aufzugreifen und die Gläubigen aufzurufen, mündig zu werden und ihr demokratisches Recht der Mitsprache zu befolgen. Vielen Dank, Herr Meyer-Borst. Herr Dekan Scherer, Sie müssten ja so ein bisschen entsetzt sein von dem, was Sie eben gehört haben. Könnten Sie sich denn, um mal ein Beispiel zu nehmen, verheiratete Priesterinnen in der katholischen Kirche vorstellen? Ich bin keineswegs entsetzt. Ich weiß zwar, wie unterschiedlich sicherlich diese Frage beurteilt wird, wie man sicherlich auch sehr behutsam sein muss in der Entscheidungsfindung. Aber ich selber könnte mir sehr wohl vorstellen, dass es verheiratete Priesterinnen gibt. Ich denke gerade in der evangelischen Kirche, wo ich einige Pfarrerinnen kenne und davon auch sehr beeindruckt bin. Thema Menschlichkeit in der Kirche. Könnten Sie sich denn vorstellen, dass demnächst geschiedene Menschen wieder heiraten können mit kirchlichem Segen? Ich hoffe und wünsche mir, dass wir jetzt schon versuchen, eine menschliche Kirche zu verkünden und wo ich mich selber auch dafür einsetze. Auch in dieser Frage mit der, ob Verheiratete, wieder verheiratet Geschiedene, wieder kirchlich heiraten können, weiß ich, wie auch schwierig dies zu beurteilen ist. Ich hoffe und wünsche, dass wir da auch einen guten Weg miteinander gehen. Sie haben Ihrem Bischof und dem Papst gegenüber Gehorsam geschworen. Wie stehen Sie zur Forderung nach innerkirchlicher Demokratie? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da das Wort Demokratie auch in dem Kirchenvolksbegehren immer so stark betont wird. So wie ich es beurteile, wird es sehr stark eigentlich auch, es geht um erweiterte Mitsprachemöglichkeiten. Es geht darum, dass sich auch viele in der Kirche einbringen können. Es geht darum, dass Kirchenleitungen und die Kirchenbasis verstärkt miteinander im Gespräch ist und auch einen gemeinsamen Weg sucht. Herr Dekan Scherer, verstehe ich Sie richtig, dass Sie unter dem Strich und im Großen und Ganzen dieses Kirchenvolksbegehren befürworten? So wie ich es jetzt bisher sehe, denke ich, dass ich einerseits immer sehr froh bin, wenn Menschen sich in dieser Kirche einbringen, wenn Menschen unsere Kirche nicht egal ist, sie nicht einfach austreten, sondern sagen, wir bringen uns ein. Wir fordern sicherlich auch oder versuchen es, das, was uns schwerfällt, auch ins Gespräch zu bringen und eine neue, nicht neue Form, sondern eine Form der Kirche zu suchen, in der wir uns auch wiederfinden. Von daher denke ich und spüre ich auch viel Positives. Ich denke gerade hier auch im Dekanat, wo ich sehr froh bin, dass die Vertreter der Initiativgruppe von Anfang an auch das Gespräch mit mir gesucht haben und wo auch spürbar ist, es geht um ein gemeinsames Anliegen und nicht um ein Gegeneinander. Recht schönen Dank, Herr Dekan Scherer. Die letzte Frage an Sie, Herr Meyer-Borst. Wie soll es denn nun konkret weitergehen mit diesem Kirchenvolksbegehren im Kreis Böblingen? Wie kann man sich beteiligen?
Zunächst werden die Kirchengemeinderäte in den verschiedenen Kirchengemeinden über das Thema diskutieren und einen Beschluss fassen, ob in den Kirchengemeinden das Kirchenvolksbegehren durchgeführt wird. Dann werden wir in den Gemeinden Unterschriften sammeln, aber wir werden auch auf Marktplätzen und an öffentlichen Straßen Unterschriftslisten auslegen und versuchen, dort mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und sie dann in der Diskussion entscheiden zu lassen, ob sie unterschreiben wollen. Die Anschrift der Initiative Kirchenvolksbegehren finden Sie gleich im Anschluss an die Sendung in unseren Tafeln eingeblendet. Meine Herren, recht schönen Dank für dieses Gespräch. Die Anschrift der Initiativgruppe Wir sind Kirche blenden wir gleich im Anschluss an die Sendung ein. Viel Interessantes, vor allem viel Aktuelles gab es auch heute wieder aus dem Kreis Böblingen. Wenn Sie wollen, sehen wir uns morgen wieder. Sie wissen ja, Sie können uns jeden Abend, wann immer Sie wollen, einschalten. Tschüss.